Ja, Herr Professor Klee, neues Buch ist erschienen, Sterben in Verbundenheit. Darin geht es um die palliative Versorgung und Begleitung in Deutschland. Haben Sie gemeinsam mit Ihrer Kollegin Frau Dr. Brucker erstellt. Was ist denn das Besondere an dem Buch? Was ist der besondere Mix? Der Mix ist der, der die Begleitung Sterbender gut macht. Gute professionelle Versorgung, die wir uns genau angeguckt haben, wo wir uns auch die Daten angeguckt haben der GKV und in dem Fall auch der Deutschen Angestelltenkrankenversicherung, die uns die ganzen Daten zur Verfügung gestellt hat. Wir haben geguckt in die Lebenswelten, was ist den Menschen eigentlich wirklich wichtig und welche existenziellen Erfahrungen ziehen sie eigentlich aus der Begleitung Sterbender, die An- und Zugehörigen. Und wir haben auch die Bevölkerung befragt. Also nochmal eine dritte Perspektive. Aus unserer Sicht ist das gute Versorgungsforschung, die eben nicht nur nach Zahlen guckt, sondern sich auch die Mühe macht, in die Lebenswelten der Menschen hineinzuschauen, wie es ihnen denn wirklich geht und was ihnen wirklich wichtig ist. Gutes Stichwort. Sie haben ja unter anderem Interviews mit Pflegenden, Sterbende, begleitende Angehörigen geführt. Was hat Sie da am meisten beeindruckt? Wie die Menschen sich dieser Aufgabe, auch dieser ganz existenziellen Erfahrung öffnen. Sehr unterschiedlich, in sehr unterschiedlichen Konstellationen, für alle, für ihr weiteres Leben hochbedeutsam. Auch wenn es belastend ist, keiner möchte diese Phase missen, respektive ohne diese Begleitungsaufgabe wäre das Leben ein anderes. Erschreckend, wie alleingelassen häufig Menschen sind, die An- und Zugehörige im Sterben begleiten. Und das kann einen an die Grenzen des Leistbaren unter eigene Kraft führen. Auch das haben wir gesehen. Wir haben aber auch gesehen, Menschen ändern ihren Beruf nach dieser Erfahrung, weil sie einmal das Soziale für sich entdecken als eine Dimension sinnvollen Lebens. Was ist denn die zentrale Botschaft des Buches an die Politik, an die gesundheitspolitischen Akteure? Kann man das in 2, 3 Sätzen zusammenfassen? Nun, es reicht nicht aus, neue Gesetze zu machen, die jetzt bestimmte Leistungen zum Teil auch noch nicht mal ganz vollkommen regeln. Man darf sich nicht nur konzentrieren auf die rein medizinisch-pflegerischen Leistungen. Man muss die Kontexte sehen, den Ort sehen, an den Menschen sich beistehen, wo sie sich solidarisch zeigen. Und darum auch der Titel des Buches, Sterben in Verbundenheit. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich nicht allein mit ein paar kleinen Änderungen im SGB V bewerkstelligen lässt. Vielen Dank. Gerne.